Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei heutigem Webinar. Mein Name ist Anita Ziegenfuß und ich arbeite als Senior Relationship Manager bei Iondo Markets schon seit 4 Jahren. Bevor wir anfangen, möchte ich erwähnen, dass wir eine besondere Aktion für alle Webinarteilnehmer haben. Alle Neukunden werden bei der Kontoeröffnung und Mindesteinzahlung von 1.000 Euro einen Bonus von 100 Euro bekommen. Unsere Bestandskunden haben wir natürlich nicht vergessen. Wenn Sie Ihr Konto mit mindestens 1.000 Euro aufstocken würden, bekommen Sie von uns auch einen Bonus von 100 Euro. Falls Sie sich für das Angebot registrieren möchten, schreiben Sie einfach eine E-Mail an service@iondo.com. Während des Webinars kann man jederzeit Fragen stellen. Schreiben Sie einfach Ihre Fragen in das Chatfenster und sie werden im Nachhinein beantwortet. Wenn man ein Live-Konto eröffnen möchte, muss man natürlich erst auf unsere Homepage gehen, also www.iondo.com. Und man hat hier mehrere Möglichkeiten. Entweder, wenn man sich schon sicher ist, was für ein Konto man eröffnen möchte, kann man auf entweder Social Trading Konto eröffnen gehen oder auf CFD Trading Konto eröffnen. Falls man ein sogenanntes Doppelkonto möchte, kann man auch über diesen Button gehen. Und man kann sich hier auswählen, was für ein Konto man haben möchte. Das heißt, man kann ein CFD-Trading-Konto wählen. Also das ist für diejenigen, die selber alleine handeln möchten. Und dann Social Trading, wo man entweder als Follower tätig werden kann oder als Real Money Trader. Die Kontoeröffnung dauert ungefähr 3 Minuten und kann hier durchgeführt werden. In diesem Webinar werden die Funktionalitäten der CFD-Trading-Plattform TradeHub erklärt. Das heißt, das ist für diejenigen, die dieses Konto eröffnet haben oder eröffnen möchten. Alle Eigenschaften der Plattform werden gezeigt und einzelne Einstellungen auch erläutert. Um sich in die Handelsplattform einzuloggen, schweben Sie einfach mit der Maus über Einloggen hier auf der Homepage und wählen Sie TradeHub Live. Ich bin hier natürlich schon eingeloggt, das heißt, das muss ich dann nicht mehr machen. Denn sobald man sich eingeloggt hat, kann man, falls man das Doppelkonto eröffnet hat, was ich gerade gezeigt habe, das Konto, wo man sich zwei quasi Unterkonten auswählen kann, kann man unter diesem Zahnrad oben rechts auswählen, was für ein Konto man angezeigt bekommen möchte. Und um sich in die Iondo-Plattform einzuloggen, also für Social Trading, klicken wir hier. Aber zurück zu der Trader-Plattform. Ich werde hier ganz kurz die Sprache auf Deutsch ändern. Perfekt. Oben rechts finden Sie allgemeine Kontoinformationen, den aktuellen Kontostand, unrealisierte Gewinne und Verluste, Ihr Kontowert, verfügbare Margin, genutzte Margin und Liquidität. Ich werde jetzt alle diese einzelne Sachen durchgehen. Also der Kontowert ist der Kontostand zuzüglich der offenen Gewinne oder Verluste. Die Margin ist eine Sicherheitsanlage, die Sie auf dem Konto haben müssen, um Positionen zu eröffnen. Oder auch Orders natürlich. Die verfügbare Margin bedeutet, wie viele Mittel Sie noch auf dem Konto haben, um neue Positionen eröffnen zu können. Die genutzte Margin sind die Mittel, die Sie im Moment für Ihre Positionen und Orders nutzen. Die Liquidität des Kontos ist ein Gesundheitszustand. Wenn der Kontowert 20% des Kontoguthabens entspricht, hat die Liquidität ein Level von 0% erreicht. Wenn das Liquiditätslevel Ihres Kontos auf 0% bzw. unter 0% fällt,
wird Ihr Konto liquidiert und alle Ihre Positionen werden zu dem aktuellen Marktkurs ausgelöst. Sobald die Liquidität von Ihrem Konto 50% erreicht, werden Sie eine Liquiditätsbenachrichtigung per E-Mail bekommen. Sie werden dann eine weitere Liquiditätsbenachrichtigung bekommen, sobald Ihre Liquidität 25% erreicht und dann nochmals bei 0%. Oben links können Sie fünf verschiedene bzw. sechs verschiedene Symbole oder Icons sehen. Wir haben hier die Produktsuche, Watchlisten, offenen Positionen und Orders, Tools und Services, Kontohistorie und Geldverwaltung. Wir fangen mit der Produktsuche an. Entweder kann man einfach den Namen eines Produktes reinschreiben, wie zum Beispiel Facebook. Oder man kann natürlich auch nach Kategorien suchen. Dass ich werde hier jetzt Aktien auswählen, Vereinigte Staaten. Und hier kann man noch mal auswählen, zum Beispiel Technologie. Und hier kann ich auch Facebook finden. Ayundo Markets bietet über 1500 verschiedene Produkte. Wie Sie sehen können, bieten wir also Indizes, Währungen, Rohstoffe, Aktien, Zinsen und Anleihen und ETFs und ETCs. Unter dem Sternchen haben Sie eine Möglichkeit, eine Watchliste zusammenzustellen und zu bearbeiten. Das ist jetzt die globale Watchlist. Falls ich ein Produkt hinzufügen möchte, klicke ich einfach hier hin und kann entweder auf das Sternchen neben dem Produkt klicken oder ich schwebe mit der Maus über das Produkt und wähle zur Watchlist hinzufügen. Um Produkte aus der Watchlist zu entfernen, gehe ich einfach auf Watchlist bearbeiten und mit dem roten Minus kann ich das Produkt wieder entfernen. Falls man eine neue Watchlist erstellen möchte, kann man selbstverständlich machen und das kann man unter diesem Zahnrad direkt in der Watchlist machen. Das heißt, ich klicke einfach hier hin und wähle neue Watchlist erstellen. Die muss man natürlich benennen, das heißt, ich kann sie zum Beispiel Webinar Februar nennen. Ich bestätige mit OK und habe meine neue Watchlist. Um in die Watchlist Produkte hinzufügen, wie Sie schon wahrscheinlich wissen, Produkte, ich klicke auf Produkte hinzufügen. Ich suche zum Beispiel bei Rohstoffe, ich möchte mir zum Beispiel nur eine Rohstoffe Watchliste erstellen, dann kann ich einfach jetzt auswählen, was ich handeln möchte. Zum Beispiel Kaffee. Oder Futterweizen. Und so weiter. Und falls ich eine Watchlist löschen möchte, gehe ich wieder auf das Zahnrad. Wähle die Watchlist, die ich löschen möchte. Klicke ich nochmal auf das Zahnrad und wähle Watchlist löschen. Bestätigen Sie dann ganz kurz mit OK und die Watchlist wurde gelöscht. Um einen Chart zu eröffnen, kann man entweder direkt in der Watchlist auf das Chart-Button klicken. Man kann auch erst das Fenster mit den Produktinformationen eröffnen und auf das Button klicken.
Das Fenster mit den Produktinformationen bietet sehr interessante oder sehr wichtige einzelne Informationen an. Und zwar, man kann sich die Handelszeiten zum Beispiel anschauen, was sehr nützlich ist oder sehr geschickt ist, weil man sich natürlich nicht alles die ganze Zeit merken muss. Man sieht den Basismarginhebesatz. Man kann auch sehen, was die Mindest- und maximale Handelsgröße ist, was die Größe einer Einheit ist, was natürlich auch sehr wichtig ist, um zu wissen, wie groß die meine Position überhaupt werden, wenn ich sie handle. Und auch die Sitzungsaktualisierungszeit. Die Sitzungsaktualisierungszeit stellt dar, wann die Finanzierungskosten berechnet werden. Bei Währungen sind es zum Beispiel 21 Uhr deutsche Zeit, beim DAX sind das 17:30 Uhr deutsche Zeit. Aber zurück zu den Charts. Also ich habe hier schon einige Charts offen. Man kann sich direkt im Chart den Charttyp aussuchen. Ich bleibe aber lieber bei dem Kerzenchart. Man kann sich auch den Intervall aussuchen natürlich. Man kann unterschiedliche Indikatoren verwenden. Wenn man die Indikatoren schon verwendet hat, kann man die Indikatoren auch jederzeit anpassen, indem man einfach diese Kriterien hier umändern kann. Falls man den Indikator entfernen möchte, klickt man einfach auf Indikator entfernen oder auf das Kreuzchen hier. Man hat hier auch die Möglichkeit, unterschiedliche Chart-Tools zu wählen. Und falls man sie wieder entfernen möchte, kann man einfach hier auf alle entfernen klicken. Man kann auch direkt aus der Chart eine Chart-Order platzieren, indem man einfach mit der Maus in dem Chart reinklickt. Aber das machen wir, dazu werde ich noch ein bisschen später was erzählen. Unten rechts finden Sie einen Schlüssel, wo Sie unterschiedliche Kontoeinstellungen einrichten können. Also ganz am Anfang haben Sie schon gesehen, wie ich die Sprache geändert habe. Das macht man direkt hier. Man kann sich auch auswählen, ob man die Margin oder den Hebel angezeigt haben möchte. Man hat auch zwei Möglichkeiten, wie man eine Market Order platziert. Market Order wie quotiert bedeutet, dass man entweder den gewünschten Kurs bekommt oder die Order wird automatisch abgelehnt. Echte Market Order bedeutet, dass die Ausführung garantiert ist. Es ist aber möglich, dass die Order zu dem nächsten möglichen Kurs ausgeführt wird. Sprich, diese Order kann mit Slippage ausgeführt werden. Dann kann man auch kein Netting als Standardeinstellung vornehmen. Wer weiß, was kein Netting ist? Oder umgekehrt, wer weiß nicht, was kein Netting ist? Also ich habe schon von ein paar Leuten ein Feedback, dass man nicht weiß, was ein Netting ist. Alles klar, wunderbar, dann werde ich das jetzt detailliert erklären. Wenn man zum Beispiel schon eine Short-Position hat und von dem gleichen Produkt eine Long-Position eröffnen möchte und möchte, dass diese Positionen nicht berechnet werden, kann man diese Einstellung vornehmen, kein Netting. Sprich, man kann Long und Short gleichzeitig gehen, ohne dass die Positionen verrechnet werden. Falls man kein Netting nicht angeklickt, werden gegenseitige Positionen von dem gleichen Produkt miteinander verrechnet. Das heißt, man kann bei Iondo hedgen, indem man kein Netting anklickt. Genau. Also Hedging ist wahrscheinlich das beste Stichwort. Okay, wunderbar. Danken wir.
weitergehen. Man kann sich auch aussuchen, wie man den Stop-Loss und Take-Profit eingibt, aber das werde ich nochmal direkt im Handelsticket anzeigen oder zeigen. Datumsvormann natürlich, Hintergrundmuster, das sind alle so noch Kleinigkeiten. Man kann sich ja auch hier unterschiedliche Chart-Einstellungen auswählen. Die Kontoübersicht, ob man zum Beispiel nochmal die Währung angezeigt haben möchte oder zum Beispiel festgesetzter Gewinn oder Verlust oder Konto-ID, wie man möchte. Hier kann man Einstellungen über offene Positionen und Orders durchgehen, aber das werde ich auch ein bisschen später ansprechen. Und hier gibt es noch Einstellungen über Watchlisten. Was man alle Einstellungen zurücksetzen möchte, kann man hier einfach klicken auf alle zurücksetzen. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man eine Position und eine Order eröffnet. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wie man ein Handelsticket eröffnen kann. Also die erste Möglichkeit wäre direkt aus dem Chart. Das heißt, ich gehe einfach hier auf Kaufen oder Verkaufen. Was ich auch machen kann, ich gehe auf meine Watchlist, eröffne zum Beispiel das Fenster mit den Produktinformationen und kann aus diesem Fenster mit den Produktinformationen auch ein Handelsticket eröffnen oder direkt aus der Watchlist. Ich klicke einmal drauf. Und das Handelsticket eröffnet sich. Man kann sich direkt im Handelsticket aussuchen, ob man Long oder Short gehen möchte. Also Sie können einfach im Handelsticket so wechseln. Sie können die Stückzahl eingeben, Stop-Loss oder Take-Profit. Und man kann auch den Hebel ändern. Was ich schon davor angesprochen habe, man kann sich direkt in dem Handelsticket auswählen, wie man den Take-Profit und den Stop-Loss angezeigt haben möchte. Das heißt, man kann zum Beispiel den Preis wählen, sprich, da bekomme ich einfach den Kurs angezeigt. Man kann auch Einheiten wählen, das heißt, das sind quasi Punkte, wie viele Punkte entfernt. Relative Distanz ist eine weitere Möglichkeit und geldwertbezogenes Change-Risiko, also Änderung und Risiko. Ich finde, dass es am einfachsten ist, wenn man entweder den Preis oder Einheiten eingibt, aber das ist natürlich Ihre Auswahl. Man kann auch direkt im Handelsticket bestimmen, ob man, falls man schon eine Position Long oder Short, beziehungsweise in diesem Fall natürlich Long, in diesem Produkt hat, ob man diese Position dann mit der bestehenden Position verrechnen möchte oder nicht. Das heißt, ob man die Position hedgen möchte, kein Netting anklicken, falls nein, ohne kein Netting. Und sobald wir mit allen Einstellungen fertig sind, können wir auf Verkaufen klicken. Man kann auch natürlich eine Order platzieren. Eine Market Order, was wir gerade gemacht haben, findet man hier unter Trade und man kann hier zwischen den anderen umschalten. Das ist eine Market Order, da haben wir zu dem aktuellen Marktkurs eine Order platziert, also eine Market Order. Eine Order ist eine Entry oder Limit Order, kann man auch nennen, oder Pending Order. Und es heißt, dass wir uns den Einstiegskurs selber bestimmen. Und sobald der Kurs erreicht ist, wird diese Order automatisch ausgeführt. Wir haben auch die Möglichkeit, natürlich Stop-Loss und Take-Profit einzugeben und den Hebel zu ändern. In Bezug auf die Orderlaufzeit, da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder kann man die Orderlaufzeit also auf GTC einstellen, was heißt Good Till Canceled. Good Till Canceled heißt, dass diese Order so lange im System bleibt, bis sie entweder von Ihnen gelöscht wird oder bis sie ausgeführt wird.
Nur heute, also good for day, ist eine Order, die um die Sichtungsaktualisierungszeit gelöscht ist. So, wenn ich mit allen Einstellungen fertig bin, klicke ich einfach auf Kauforder platzieren und die Order wurde platziert. Bei Iondo hat man auch die Möglichkeit, eine OCO-Order zu platzieren. Jetzt würde ich wieder fragen, wer weiß nicht, was eine OCO-Order ist? Also ich habe hier ein paar Ideen bekommen, was das sein könnte. Also manche sind richtig, manche sind nicht so ganz richtig. Das heißt, ich werde es ganz kurz erklären. Eine OCO-Order heißt One Cancels the Other. Auf Deutsch, eine Order löscht die andere. Ich habe hier also die Möglichkeit, zwei Orders gleichzeitig zu platzieren. Das heißt, ich wähle mir die Stückzahl ein, gebe den ersten Einstiegskurs, den zweiten Einstiegskurs. Und wie das jetzt funktioniert, ich kann natürlich auch Stop-Loss-Take-Profit eingeben. Wenn also eine von den Orders, also wenn eine von den Kursen erreicht wird, wird die Order natürlich ausgeführt, aber die zweite Order wird automatisch gelöscht. Das heißt, so kann ich mich quasi absichern, wenn ich nicht weiß, wo sich der oder wohin sich der Kurs bewegen wird, kann ich mich also quasi doppelt positionieren und eine Order wird dann automatisch gelöscht, sobald die zweite ausgeführt wird. Man kann hier genauso wie bei der normalen Order die Orderlaufzeit einstellen und sobald man mit allen Einstellungen fertig ist, kann man auf OCO-Order platzieren gehen. Iondo bietet kostenfrei garantierten Stops an. Man kann direkt in dem Handelsticket sehen, wo der Mindestabstand für einen normalen Stopp ist und wo der Mindestabstand für einen garantierten Stopp ist. Jetzt habe ich zum Beispiel den Germany 30, also den DAX, ausgewählt, wo man sehen kann, dass der Mindestabstand für einen normalen Stopp 4,5 Punkte sind. Der Mindestabstand für den garantierten Stopp ist 26,6 Punkte. Sprich, wenn ich einen Stop-Loss eingebe, ich werde jetzt zum Beispiel auf den Preis gehen, damit es ein bisschen klarer ist. Jetzt ist mein Stopp 8,80 Punkte entfernt. Sprich, mein Stopp ist N wie nicht garantiert. Sobald ich den Stop-Loss weiterhin entferne, jetzt ist mein Stopp zum Beispiel bei 36 Punkten, wird der Stop-Loss automatisch garantiert. Was das heißt, dass der Stop-Loss genau zu diesem Kurs ausgeführt wird, ohne Slippage. Auch im Falle von Market Gap, auch im Falle von extrem volatilen Marktphasen, wird der Stopp zu diesem Kurs ausgeführt. Man kann sich alle offenen Positionen und Orders direkt hier unter diesem Button mit offenen Positionen und Orders anschauen. Hier sehe ich übersichtlich alle meine Positionen und ich kann auch überall sehen, ob ich einen Take Profit oder Stop Loss habe und ob mein Stop Loss garantiert ist. Unter dem Zahnrad, direkt in diesem Fenster, kann man auch weitere Einstellungen vornehmen. Und zwar, man kann sich zum Beispiel auswählen, ob man die Anzeige von dem Gewinn oder Verlust in der Produktwährung oder Kontowährung haben möchte. Genau das gleiche mit Value Display Mode, ob man auch den Gesamthandelswert sehen möchte, also wenn ich das deaktiviere, verschwindet die Spalte. Wenn ich das aktiviere, sehe ich meinen Gesamthandelswert. Man kann auch aussuchen, ob man sich neue Positionen im neuen Chart
bestehende Position, Entschuldigung, im neuen Chart oder in existierendem Chart anzeigen lassen möchte und ob man auch aggregierte Positionen angezeigt werden möchte oder Aufteilung. Also jetzt würde ich gerne nochmal zeigen, wie man sich eine Position im Chart anzeigen kann. Also man geht einfach über die Position, also man schwebt mit der Maus über die Position und man klickt auf Chart. Ein neues Chartfenster eröffnet sich und ich kann direkt in dem Chartfenster mein Take Profit und mein Stop Loss umändern. Wenn ich dann nochmal reinklicke und bestätige, sehen Sie, dass der Stop Loss sich verändert hat. Ich kann direkt im Chart auch eine Position löschen. Und wir haben, der Take Profit wurde ausgelöst. Das heißt, wir haben jetzt unsere Gewinne mitgenommen. Dann eröffne ich einfach einen neuen Chart. Und direkt hier kann man auch den Take Profit und Stop Loss einstellen. Und wie gesagt, umändern. Falls man im Chart eine Position löschen möchte, kann man es auch machen, indem man einfach mit der Maus über die Position schwebt und auf dieses Kreuzchen klickt. Dann werde ich gefragt, ob ich diese Position tatsächlich schließen möchte und ich bestätige. Ich habe davor angesprochen, dass man direkt im Chart unter Tools auch eine Chart-Order platzieren kann. Das heißt, ich gehe jetzt auf eine Chart-Order. Ich klicke dahin, wo ich einsteigen möchte und Sie können sehen, dass der Einstiegskurs schon vorhanden ist. Dann wähle ich einfach nur noch die Stückzahl. Falls ich Stop-Loss oder Take-Profit möchte, kann ich sie auch natürlich eingeben. Und ich platziere die Order. Falls man eine Position schließen möchte, also nicht nur im Chart, sondern unter den Positionen, kann man einfach über die Position schweben und die Position hier schließen. Was man auch machen kann, man kann die Position um die Hälfte reduzieren. Zum Beispiel, ja, meine Order wurde ausgelöst. Also man kann zum Beispiel 0,5 Kontrakte eingeben und auf Position reduzieren gehen und die Hälfte von der Position wurde verkauft. Man kann auch den Take Profit und Stop Loss direkt hier umändern. Und wie gesagt, falls ich die Position jetzt löschen möchte, gehe ich auf Schließen. Alle Ihre offenen Orders kann man unter Orders sehen. Wir haben im Moment keine, weil unsere Order ausgelöst wurde, aber ich kann vielleicht noch eine Order eröffnen, dann können Sie sehen, wo die Order angezeigt wird. Ich muss wirklich den Einstiegskurs ein bisschen weiter platzieren, weil sonst werden alle Orders einfach direkt ausgeführt. Und jetzt kann man sehen, dass die Order im System ist. Das ist also unsere Entry Order. Und ich kann auch sehen, wo die Order quasi steht. Wie weit ist sie vor der Ausführung? Falls ich die Order anpassen möchte, kann ich direkt unter Orders auf Order anpassen klicken. Und ich kann alles eigentlich umändern, inklusive den Einstiegskurs, Stop-Loss, Take-Profit, Order-Laufzeit. Sobald ich mit allem fertig bin, bestätige ich und die Änderungen wurden gemacht. Falls ich die Order löschen möchte, gehe ich einfach auf Order löschen und die Order wurde erfolgreich storniert. Aggregierte Positionen zeigt mir, was meine Positionen insgesamt sind. Wenn ich also mehrere Positionen zum Beispiel von dem Gemini 30 hätte, würde ich hier eine Zusammenfassung von den Positionen sehen.
Ich werde jetzt noch eine Position eröffnen, damit Sie das sehen können. Und hier kann man jetzt unter Positionen sehen, dass ich zwei DAX-Positionen habe, zwei Germany 30 Short. Und wenn ich auf aggregierte Positionen sehe, können Sie sehen, dass hier insgesamt 2,5 Kontrakte Short sind. Das Gute daran ist, dass ich alle diese Positionen gleichzeitig schließen kann. Das heißt, was ich jetzt das Gefühl habe, dass ich meine Gewinne mitnehmen möchte oder dass ich einfach meine Verluste realisieren möchte, kann ich einfach auf Schließen klicken und kann die ganze Position, also insgesamt die Positionen schließen. Bei Iondo kann man auch Einklickhandel verwenden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Einklickhandel verwenden kann. Wer weiß, wo die Möglichkeiten sind? Okay, also ich habe hier ein paar Antworten und die stimmen eigentlich alles. Die stimmen alle. Aber trotzdem werde ich ganz kurz zeigen, auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen, wie man Einklickhandel aktivieren kann. Und zwar, man hat wie gesagt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist direkt im Chart. In meinem Chart, wo ich gerade unterwegs bin, kann ich einfach auf das Zahnrad klicken, Einklickhandel aktivieren anklicken. Und Einklickhandel wurde aktiviert. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Stückzahl einzugeben. Ich kann auch Stop-Loss und Take-Profit eingeben. Wieder kein Netting, entweder ja oder nein. Und wenn ich dann auch einfach auf Sell oder Buy klicke, also auf Kaufen oder Verkaufen, wird meine Position wirklich mit einem Klick verkauft. Um Einklickhandel in dem Chart zu deaktivieren, klicke ich einfach hier. Die zweite Möglichkeit vom Einklick-Trading befindet sich in der Watchliste. Das heißt, ich gehe auf die Watchliste und direkt unter dem Zahnrad kann ich Einklickhandel aktivieren auswählen. Was ich jetzt tun werde, und wie Sie sehen können, kann ich hier einfach nur die Stückzahl eingeben. Und sobald ich auf Kaufen oder Verkaufen geklickt habe, wird die Position platziert, ohne dass ich noch irgendwas bestätigen muss. Wenn ich Einklickhandel wieder in der Watchlist deaktivieren möchte, klicke ich einfach hier. Unter Tools und Services kann man aktuelle Nachrichten von Reuters nachschlagen. Man kann sich jede Nachricht nochmal anzeigen lassen. Den Sentiment Trader bekommt jeder Kunde automatisch nach einem Mindesteinzahlen von 5.000 €. Und es handelt sich um eine Marktsentimentanalyse, wo auch das Verhalten und die Psychologie der Anleger berücksichtigt sind. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und falls man ein CFD-Konto hat und ein zusätzliches Social Trading-Konto möchte, kann man jetzt wie gesagt, wir sind unter Tools und Services, auf Iondo klicken, jetzt registrieren, nochmal jetzt registrieren anklicken und man kann sich hier via Fast Track für ein Konto anmelden. Es dauert ungefähr eine Minute, um das zu machen. Unter der Kontohistorie findet man die Trade-Historie, die Transaktionshistorie und Order-Historie.
Unter Downloads kann man sich alle diese Sachen auch herunterladen, entweder in der PDF-Datei oder in einem Excel-Format. Was natürlich auch sehr wichtig ist, was ich erwähnen muss, ist die Geldverwaltung. Sie können direkt im Trade Hub einzahlen. Das können Sie per Karte machen, wo Sie eine neue Karte registrieren können oder falls Sie schon eine Karte angelegt haben, können Sie die gleiche Karte nutzen oder man kann auch per Überweisung einzahlen. Alle Einzahlungen und Auszahlungen sind komplett kostenfrei und das kann man also so oft wie möglich machen. Falls man sich Geld auszahlen lassen möchte, geht man über Abheben Karte oder über Abheben Banküberweisung. Das Gute daran ist, dass man auch intern Geld transferieren kann, von einem Konto auf das zweite. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wenn man dieses Doppelkonto hat, wie ich, kann man zwischen den beiden Konten einfach Geld verschieben. Das heißt, man wählt hier das Konto, von welchem man das Geld übertragen möchte. Ich gehe zum Beispiel auf das Social Follower Konto und ich wähle natürlich mein CFD Trading Konto und gebe ein, wie viel ich übertragen möchte. Also zum Beispiel 100 €. Und sobald ich auf Geldmittel übertragen klicke, wurde die Überweisung abgeschlossen und der interne Transfer gemacht. Wie Sie gesehen haben, das dauert ungefähr eine Sekunde. Das ist wirklich sehr einfach. Ganz oben rechts können Sie unter dem Zahnrad mit Einstellungen unter anderem auch die E-Mail-Bestätigungen anpassen. Ich würde aber wirklich sagen, also das ist sehr wichtig, dass man die Liquidationen drinnen lässt, weil, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, man wird benachrichtigt, falls die Liquidität des Kontos 50% erreicht, dann 25% und dann 0%. Und da sind auf jeden Fall wichtige E-Mails, die man nicht verpassen soll. Alles andere können Sie sich natürlich selber anschauen oder selber anpassen, ob Sie Orders oder Verfalltransaktionen und so weiter benachrichtigt haben möchten. Man kann uns auch über die Plattform Feedback hinterlassen. Man kann hier auch das Passwort ändern und man kann sich auch die Kontodetails anzeigen. Das war jetzt in Bezug auf die Plattform von meiner Seite alles. Und jetzt werde ich alle Ihre Fragen durchgehen und beantworten. Also erste Frage. Wenn ich schon ein CFD-Konto eröffnet habe, wie kann ich ein Follower-Konto hinzufügen ohne viel Aufwand? Also das ist das, was ich davor schon angesprochen habe. Man geht einfach nur auf Tools und Services, Iondo jetzt registrieren. Nochmal jetzt registrieren und auswählen, was für ein Konto ich möchte. Hier den Rest, Benutzername und so weiter ausfüllen und registrieren. Das war's. Da ungefähr eine Minute, das zu machen. Das heißt, man muss sich dann noch, nicht noch einmal verifizieren und so weiter. So, das war diese Frage. Bei meinen Einstellungen steht das Netting nicht. Ich gehe davon aus, eventuell haben Sie ein Follower-Konto, wo diese Möglichkeit schon automatisch ausgewählt ist. Bei einem Follower-Konto und einem Real Money Trader-Konto ist kein Netting immer angeklickt, quasi immer vorhanden. Bei einem CFD Trading-Konto für den Eigenhandel kann man sich das aussuchen. Eine weitere Frage. Brauchen Sie eine Kopie des Ausweises? Falls man ein Konto eröffnet oder bei der Kontoeröffnung, muss man entweder die Reisepassnummer oder die Ausweisnummer eingeben. Falls wir sie elektronisch verifizieren können, was wir ungefähr in 80-90% der Fälle machen können, oder das ist möglich, müssen Sie uns keine Kopie des Ausweises zuschicken. Falls es aus irgendeinem Grund nicht durchgegangen ist, bräuchten wir tatsächlich eine Kopie. Aber da wird man auch von uns benachrichtigt, dass wir von Ihnen noch weitere Unterlagen brauchen, um das Konto eröffnen zu können.
Hier habe ich eine Frage, besteht die Möglichkeit, mehr als 200 Positionen Orders downzuloaden in Excel? Das soll kein Problem sein. Man kann sich unter der Kontohistorie alle Transaktionen, zum Beispiel vom letzten Jahr, herunterladen und das sind sicherlich mehr als 200 Positionen. Das ist also überhaupt kein Problem. Hier habe ich eine Frage. Ich habe ein Social Trading Konto. Wie kann ich ein eigenes Real Money Trader Konto eröffnen? Also das müsste man separat machen. Also als Real Money Trader, das heißt als Signalgeber, braucht man ein separates Konto. Dieses Konto kann man einfach, wenn man zurück auf unsere Homepage gehen würde, auf Konto eröffnen klicken würde, unter Social Trading wählen Sie bitte Social Trading Konto und Top Trader Konto. Es ist ganz wichtig, hier muss man Top Trader Konto anklicken und dann wird das richtige Konto eröffnet. Hier habe ich eine Frage. Haben Sie ein Demokonto? Selbstverständlich haben wir auch ein Demokonto. Und zwar, wenn man einfach auf CFD Trading klickt, Demokonto eröffnen anklickt, kann man in 2 Minuten ein Demokonto eröffnen. Das ist das CFD Trading Konto. Falls man ein Social Trading Konto eröffnen möchte, klickt man einfach auf Social Trading und wählt man hier Demokonto eröffnen aus. Bei meinen Produkten fehlen die Agrarstoffe. Agrarrohstoffe, Entschuldigung. Also grundsätzlich soll es nicht der Fall sein. Wenn Sie auf Rohstoffe gehen und auf Agrarstoffe klicken, sollen Sie Kaffee und Futterweizen sehen. Falls es nicht der Fall ist, würde ich einfach vorschlagen, dass Sie überprüfen, dass Sie hier in der Suchliste, in dem Suchfeld nichts reingeschrieben haben. Und ja, die Produkte sollen auf jeden Fall vorhanden sein. So. Kann man auch die Linienstärke ändern und die Farben der Linien ändern? Das ist im Moment nicht möglich, aber wir werden in kommenden Wochen bzw. Monaten ein neues Chartpaket implementieren oder einführen, wo wir viel, also wirklich viel bessere Chartmöglichkeiten anbieten werden. Das heißt, das kommt in den kommenden, ich würde sagen, ja, paar Monaten oder einigen Wochen. Wie eröffne ich mehrere Charts? Man kann sich wirklich so viele Charts wie möglich oder so viele Charts wie man möchte anzeigen lassen. Und man kann das zum Beispiel direkt aus der Watchliste machen, wo man auf das Button neben dem Produkt klickt und das Chartfenster eröffnet sich. Diese Frage habe ich schon beantwortet. Moment. Ich habe die ersten 20 Minuten des Webinars leider verpasst. Wo ist nachträglich das Webinar erneut aufrufbar? Bei Ayundo muss man sich keine Sorgen machen, wenn man ein Webinar verpasst, da wir nämlich auf unserer Homepage unter Wissen ein Webinararchiv haben, wo man sich alle Webinare als Videoaufzeichnung anschauen kann. Das heißt, man klickt einfach hierhin, wird weitergeleitet zu unserem YouTube-Channel und kann sich das Webinar immer im Nachhinein nachschauen.
Hier ist eine Frage, wie komme ich vom Follower-Konto zum Eigenhandelskonto? Ich weiß nicht ganz genau, was Sie meinen. Man kann also direkt von diesem Konto die Social Trading-Oberfläche eröffnen. Oder man kann einfach ganz normal über unsere Homepage gehen, wählen Social Trading und man kann sich hier in die Social Trading-Oberfläche einloggen. Das heißt, falls man ein Social Trading-Konto hat, hat man quasi zwei Teile von dem Konto. Die Social Trading-Oberfläche und den Trade Hub. Ich hoffe, ich habe das geklärt. Sonst würde ich sagen, falls Sie mit der Antwort jetzt vielleicht nicht vollständig zufrieden waren oder so, oder Sie weitere Informationen brauchen, rufen Sie mich doch morgen an. Ich bin ganz normal im Büro und kann Ihnen gerne weiterhelfen. Hier ist eine Frage, was ist der Unterschied zwischen einem CFD-Konto und Social Trading-Konto? Also der Hauptunterschied ist, dass wir beim Social Trading-Follower-Konto die Möglichkeit zur Verfügung stellen, anderen Leuten zu folgen, also den Top-Tradern zu folgen. Das ist quasi ein extra Service, wo man selber nicht handeln muss. Man hat eine Liste von Top-Tradern zur Verfügung, man stellt sich ein Portfolio zusammen und man führt dieses Portfolio auf das Live-Konto aus. Sobald man dies ge getan hat, wird auf dem Konto automatisch gehandelt. Das heißt, alle Positionen von den Top-Tradern werden auf das Konto proportional ausgeführt. Und es gibt also auch für Leute, die zum Beispiel weniger Zeit haben oder beruflich sehr angespannt sind, können in den Märkten tätig sein, ohne selber die ganze Zeit mehr die Märkte zu beobachten. Aber natürlich, wir sprechen von alle unsere Produkte bei allen unseren CFDs. Nur damit es klar ist, das sind alle CFDs, egal ob man ein Follower ist, Real Money Trader, ob man ein Demokonto hat oder ob man hier ein reines CFD-Trading-Konto hat, das sind alle CFDs. Also diese Fragen haben wir schon gemacht. Gibt es zum Trade Hub einen elektronischen Leitfaden auf der Iundo Homepage? Mich interessieren spezielle Einstellungen oder Eingaben zur Steuerung des Risikos. Ich bin ja nicht so ganz sicher, was Sie damit meinen und würde Sie vielleicht bitten, mir eine kurze E-Mail zu schicken an service@iundo.com, wo Sie Ihre Frage ein bisschen erweitern oder erläutern würden. Dann kann ich mich dazu gerne morgen äußern. Eine weitere Frage, kommt NT4? Also den MetaTrader werden wir nicht, also ist nicht geplant, dass wir den MetaTrader einführen werden. Also ich würde sagen, dass er nicht kommt. Und der Grund dafür ist, dass wir eine eigene Handelsplattform haben, die wir weiterentwickeln können. Und natürlich, wenn man eine Plattform zur Verfügung hat von einer anderen Firma, kann man eventuell nicht so viel selber bestimmen und machen. Und da wir auch ein Social Trading Anbieter sind, ist es für uns extrem wichtig, dass wir wirklich die Plattform anpassen können, wie wir möchten. Also das ist quasi der Hauptgrund dafür. Ist die Handelsplattform kostenlos oder kostet sie was? Die Handelsplattform ist komplett kostenfrei, die Kontoverwaltung ist komplett kostenfrei. Die einzigen Kosten, die man hat, sind die Spreads. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Fragen, die ich hier hatte, beantwortet. Gibt es sonst irgendwelche weitere Fragen? Ich glaube, wir hätten Zeit vielleicht noch für zwei Fragen. Kann ich im Chat auch eine logarithmische Darstellung gewählt werden? Kann im Chart auch eine logarithmische Darstellung gewählt werden? Also die Charts
Also die Chartmöglichkeiten, die wir jetzt vorhanden haben, habe ich gezeigt. Und wie ich schon besprochen habe, werden wir in den kommenden Monaten ein neues Chartpaket implementieren, wo wirklich erweiterte Chartmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Wie kann ich als Social Trader noch ein CFD-Konto eröffnen? Einfach über unsere Homepage auf CFD Trading gehen. CFD-Konto ist hier schon angeklickt. Einfach kurz das Formular ausfüllen und in 3 Minuten haben Sie ein neues Konto. Beachten Sie bitte, dass Sie dafür eine neue E-Mail-Adresse verwenden müssen. Gibt es ein Anschlussseminar zum Trade Hub? Ich weiß nicht, was Sie meinen, ob Sie meinen ein Seminar, also wo man quasi irgendwo hingeht, also in Person. Das ist im Moment nicht etwas, was wir machen werden. Wir sind aber jedenfalls bei der Investmesse dabei. Das heißt, falls Sie in Stuttgart sein werden oder vorbeikommen möchten, können Sie gerne machen. Wir können auch die Karten besorgen. Und falls Sie zu uns kommen, können wir auch Ihnen persönlich alles erklären. Sonst können Sie gerne jederzeit anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 069 96 75 9007 oder einfach eine kurze E-Mail schreiben an service@iondo.com mit allen Fragen und wir beantworten sie immer gerne. Würden Sie bitte noch einmal zeigen, wie ich auf das Webinararchiv komme? Selbstverständlich. Einfach auf die Homepage, also www.iondo.com. Und jetzt bin ich auf Englisch. So. Und unter Wissen, also auf die Homepage, unter Wissen, Webinararchiv. Sonst, falls Sie nicht zurechtkommen, dann wieder natürlich kurz anrufen, eine E-Mail schreiben. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie lange werden die Trades gespeichert? Also für immer. Das heißt, alle Trades, die je auf Ihrem Konto durchgeführt werden, sind alle in der Kontohistorie vorhanden. Keine Trades werden aus der Kontohistorie gelöscht und wir haben sie selbstverständlich auch vorhanden. Also nicht nur Sie, sondern wir auch. So, das waren auch, glaube ich, alle weitere Fragen. Vergessen Sie nicht unser Angebot für alle Webinarteilnehmer. Wenn man 1.000 € einzahlt, bekommt man einen Bonus von 100 €. Und das gilt für Bestandskunden und für neue Kunden. Falls Sie sich registrieren möchten, schreiben Sie einfach eine E-Mail an service@iondo.com. Ich bin die Frau Ziegenfuß. Sie können sich immer gerne an mich wenden. Ich bin unter der Nummer 069 96 75 9007 erreichbar. Also ich wiederhole noch einmal. 069 96 75 9007. Und unsere E-Mail-Adresse lautet service@iondo.com, wo Sie mich auch immer erreichen können, wenn Sie einfach zu Händen von Frau Ziegenfuß schreiben. Also ich schaue noch ganz kurz. Ich glaube, wir haben tatsächlich keine weiteren Fragen. Das heißt, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und es hat mich sehr gefreut, für Sie heute das Webinar halten zu können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederhören.